Oha, 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 oha. Los. Ich will jetzt die Bohne haben. Okay, die Bohne habe ich. So viele Skills. Übermächtige Skills. Los. Oh. Alter, die haben schon sehr gut den Film gemacht. Ich hab Quatsch. Geiler U-Turn. Was? Was? Soll das denn? Da hinten. Verarsch mich nicht. Oh nein, das ist so knapp. Komm schon. Nein. Wie bitte, was war das denn? Verarsch mich nicht. Was? Ich glaube... Hast eine natürliche Begabung dafür. Natürlich, ich bin so skill. Bist du bereit für eine schwierigere Aufgabe? Wenn du deine Sache gut machst, ja, komm, erhältst du zusätzliche Hauspunkte. Hätte ich die Bohne jetzt nicht einsammeln müssen? Fliege wie zuvor durch die magischen Ringe. Konzentriere dich. Wenn ich pfeife, geht's los. 3, 2, 1. Avada Kedavra. Wie bitte? Immerhin auf die Bohne. Oh, wie klein werden die denn? Oh! Oh, was ist das hier für ein Spezial für den Scheiß? Oh. 16? Was? Wie viel das? Alter Schwede. Wie hart das geht, ist mein Nachbar da. Gut gemacht, Potter. Nein, eine gute Leistung. 5 zusätzliche Hauspunkte für Gryffindor. Ach, Mann, du beherrschst jetzt die Grundlagen des Besenfliegens. Oh. Jetzt mach, dass du wegkommst. Hauptsache noch so einen strengen Satz hinterher schieben. Jetzt mach, dass du wegkommst, du böser, böser Junge. Hallo Harry, hast du Hermine schon getroffen? Ja, gucken, sie ist eine richtige Besserwisserin und eine absolute Streberin. Nein, das bin ich nicht! Hallo Harry, der Zauberkunstunterricht beginnt bald. Ist das nicht aufregend? Sie kann einem ziemlich auf die Nerven fallen, stimmt's? Ich habe da auf jeden Fall schon mal ein paar Bohnen gesehen. Und diese Bohnen werde ich... Oh, da oben sind noch mehr Bohnen. Ich mag Bohnen. Ich werde diese Bohnen mir einverleiben. Komm, los. Was haben wir denn hier? Avada Kedavra. Bohne, 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 Bohne. Was haben wir hier? Oh, Spiel speichern, das tun wir doch jetzt direkt mal. Denn speichern ist niemals verkehrt. Oh mein Gott, ich sehe gerade, wie wackelig mein Ton aufgenommen wird. Ich hoffe mal, dass das nachher alles so in Ordnung ist. Spiel speichern. Spiel überschreiben, machen wir. Bunnen, bunnen, bunnen. Oh, schon wieder alles schwarz hier, ey. Oh. So. Gehen wir mal weiter. Und was ist hier? Nein, Biatch, halt bloß die Fresse. Ich will erstmal da oben die Bohnen haben. Bohnen, 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 Bohnen. Das ist nämlich ganz... Ach, du bist so ein Hundesohn, ey. Ich hatte beinahe ein böses Wort gesagt. Okay, ich glaube, der will echt nicht durch. Hey, was macht der denn? Habt ihr das gesehen? Nee, er will da nicht. GG. Oh nein, ich habe meine Zauberfibel vergessen. Ich komme danach, Harry. Zauberfibel. Test, Test. Okay, er nimmt immer noch auf. Das ist wichtig. Begib dich zum Zauberkunstunterricht, bevor die Zeit abläuft. Geh durch die schwebenden Uhren, um die Zeituhr zu starten. Willst du Zeituhr? Was?
Ach, sonst komme ich zu spät, oder was? Gucken wir doch mal. Folge dem Boden. Okay, das ist jetzt richtig schwierig. Ich hab's geschafft. Halten genau, warum geht die Zeit jetzt? Oh, da hinten ist Flitwig wahrscheinlich, oder? Der alte Zigeuner. So viele Bohnen, alles meins. Du musst Harry Potter sein. Willkommen beim Zauberkunstunterricht. Muss ich jetzt mal so echten du kommst gerade noch rechtzeitig. Alter, ich hatte noch richtig viel Zeit, ey. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Wingardium Leviosa Zauber. Wingardium Leviosa. Beobachte die Bewegungen meines Zauberstabes und drücke auf die Symboltaste, die er anzeigt. Wiederholt alle Bewegungsabfolgen dreimal, um den Wingardium Leviosa Zauber zu lernen. Jetzt bist du dran. Vergiss nicht, du musst auf die Symboltaste drücken, die er anzeigt. Mach dich bereit. Okay, das ist jetzt Reaction, Alter. Das war gut. Oh, High Skills. Hervorragend. Oh, Junge, Alter, nee, ich bin so gut. Perfekt. Weiß. Hervorragend. Lasst jetzt bloß nicht nach. Es wird nämlich noch schwieriger. Warum wird's denn noch schwieriger? Warum denn? Das war gut. Oha. Hervorragend. Jetzt hier mit einem... Perfekt. Oha. Ist ja richtig... Prima. Ja, aber warum ist denn das jetzt schwieriger? Ihr habt den Wingardium Leviosa erfolgreich gemeistert. Potter, Granger, Weasley, folgt mir, damit ihr seht, wie der Wingardium Leviosa-Zauber in der Praxis aussieht. Muss man jetzt folgen, oder? Nun hör gut zu. Okay. Ein Gegenstand, der verzaubert werden kann, ist durch gelbe Funken gekennzeichnet. Du kannst einen verzauberten Gegenstand zum Schweben bringen. Halte die X-Taste gedrückt, um die Höhe des schwebenden Gegenstandes zu verändern. Aha. Das glaube ich ja nicht. Versuche, das Stundenglas auf das Podest schweben zu lassen, um die Tür zu öffnen. Warum, hä? Wo steckt denn da die Logik? Drücke die Dreieck-Taste, um den Gegenstand wieder herunterzulassen. Okay, meinetwegen. So. Wingardium Leviosa! Ah, so war das, genau. Gut gemacht! Bam! 5 Punkte für Gryffindor! Jawohl! Weil ich so skilled bin mit Z. Naja. Das war jetzt alles noch einfach und easy peasy lemon squeezy, ne? Aber. Ich schon wieder die Contract Go. Scheiße hier so. Lieber Harry, wir treffen uns auf dem Schlossgelände. Durch die Vordertür des Schlosses gelangst du auf das Schlossgelände. Komm doch auf eine Tasse Tee und ein Schwätzchen vorbei. Muss dir etwas Wichtiges erzählen. Dein Freund Hagrid. Ja, wenigstens haben sie Hagrid richtig und nicht Hagrid oder so. Wäre auch noch cool. Aber lass mich da durch. Geht nicht, ne? Dachte ich mir. Was für eine Scheiße. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ich habe wieder nicht zugehört. Ich habe mich mehr auf Hagrid konzentriert. Kann ich 5 Stunden... Oh Gott, Alter. Oh. Ich muss hier bleiben. Kann ich nicht irgendwie sprinten? Geht nicht, ey. Slytherin? Nee. Hört ihr das? Das sind diese ekligen Kerzen, ey. Jo. Kann man nichts machen. Erstmal den Gryffindor-Turm, ey, weil ich's kann. So. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa. Wohin soll das Ding jetzt?